Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Technomage 93 hier im Feenwald. Haben wir schon der Corinne geholfen, die hatte ihre Bienenkörbe vermisst. Hä? Was für ein Körbchengröße die wohl hat. Aber ich meine, ja, dafür haben wir eine Bienenstache bekommen. Keine Ahnung, wo ich den hinstecken soll. Sollte ich wahrscheinlich vorsichtig sein. Besonders mit dem, was da rauskommt. Und ja, die... Wie wäre es nochmal gewesen? Die... Genau, Fancy to Be Baskets für Corinna, die Duna. Sie möchte, dass wir Silverweed und die drei Siegel des Waldes finden, damit sie uns einen Schrumpftrank brauen kann, mit dem wir dann in das Feendorf rein können, weil wir sind zu groß. Ansonsten, wenn wir dann eintreten, würden wir wahrscheinlich die Population des Dorfes sehr schnell vermindern. Gesundheit. Mal sehen. Da haben wir was. Da haben wir was mit meinem neuen Radar. Da sehe ich Sachen, die ich ansonsten nicht sehen kann. Gut. Ein bisschen schnell bewegen und schauen, ob ich hier Sachen finde mit dem Radar. Was für ein großer Fliegenpilz. Yep. So keine Fliegen in der Nähe. Okay, schnell bewegen, schnell schauen, schnell schauen. Ich finde nichts. Ein Siegel habe ich schon. Ja, wo sind die anderen? Oh, Moment. Da war ich schon, oder? Ja, hier hatte ich nämlich den einen Bienenkorb entdeckt. Okay, gut. Da bin ich ja im Grunde drüber gestolpert. Okay. Aha, okay. Ist da... Okay, ich habe alles aufgedeckt. Da ist... Hier muss auch irgendwo etwas sein. Wo? Wo könnte das sein? Okay, brüchiger Bogen. Okay, gut. So. Ah, die Goblins sind im Wald. Habe ich, glaube ich, schon getötet. Kannst du mir noch einen Tipp geben? Not bad for a start. That's the first seal. We're still missing two. Okay, danke. Die Info hatte ich schon. Wie wäre es, wenn du mir nochmal sagst, wo ich die anderen finde? Du hast es mir kurz gesagt und ich dachte mir, vielleicht steht es ja hier in der Quest drin. Steht aber nicht. Talk to the fairies in the fairy meadow. Ich bin in den Fairy Meadows, oder? Aber ich kann ja nicht in die Stadt rein. Dafür brauche ich den Trank. Und dafür brauche ich die Siegel. Und für die Siegel brauche ich hier das Radar. Und das Radar habe ich auch. Und Bridge. Okay, und dann nehmen wir mal die Brücke. Oder war ich bei der Brücke? Ist das die Brücke? Oh, hier war ich noch gar nicht. Okay, gut. Neuer Ort, meine Freunde. Neuer Ort. Neue Gefahren. Yep. Neue Freunde. Neue Gefahren. Neue Feinde. Zack, zack. Haha. Autsch. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt mich nicht kriegen. Doch, könnt ihr. Jawohl, die gehen. So. Da haben wir ein Siegel. Sieht aus wie eine. Sieht aus wie eine Harfe. Autsch. Okay, ich sollte lieber schon vorsichtshalber einen Trank nehmen. Auch wenn ich einen Heilring habe. Mein Schatz. Hört ihr wohl auf. Feuer! Komm her. Auf, wenn dann reit ihr Todes. Dich mache ich immer alle. Am besten erstmal mit Milham anfangen, so wie beim Puzzle. Okay, sehe ich was. Was ist das hier? The harp is definitely broken. The strings are missing for a start. Aha. Wir brauchen also Fäden. No way through for dwarfs like you. Das ist wahrscheinlich der Brückentroll. Jagul. Und sehe ich aus wie ein Zwerg? Uiuiui. Inner Forest. Der innere Wald gibt's auch. Okay, das eine ist der Wald ist dran. Gut, das ist der Unterschied. Mal sehen. Pool of Eternal Ice. Aha. Moment mal, wenn es Eis ist, wie kann es dann ein Pool sein? It seems to be a mantis's nest. The cocoons look so silky. And they're well guarded. I'll have to fight my way through. Ah, silky.
Daraus könnte man vielleicht ein paar Feen machen. Und das sind Mantisse, Gottesanbeterin. Das ist das Wort, was mir nicht eingefallen war. Keine Spinnen, sondern Gottesanbeterin. Okay, doki, loki. Gut. Hey. Feuer! Haut ab! Hauen die gerade ab? Haben die Angst vom Feuer? Habt ihr Angst vom Feuer? Autsch. Okay. Feuer! Haut ab! Kommen da immer wieder welche raus oder muss ich einfach alle töten? Im Grunde bin ich jetzt der Eindringling. Ich töte sie, um da was ranzuwollen, aber... Naja. Ja. Okay, kann ich mir hier was nehmen? Da wird mal was angezeigt. Achso, ich soll sprengen. Verstehe, verstehe. Los, Bombe, lade. Lade, Bombe, lade. Ich muss aufspringen. Ich brauche Silk. Ich brauche Feen. Der letzte Faden ist schon gerissen. Nein, weg da. Wo sind die Freunde geblieben? Wo sind die Freunde geblieben? Na so. Ich zeige, wo die Freunde geblieben sind. Autsch. Bitte was? Achso, ich musste alle töten. Warum ist das aufgeplatzt, wenn ich alle getötet habe? Das ist interessant. Aha. Oh, so that's a silk thread from a mantis cocoon. Moment, was heißt hier? Oh, war das nicht der Plan gewesen? Hat das nicht der Plan gewesen, dass du dir daraus einen Faden machst für die Harfe? Oder hast du sie gerade einfach getötet, weil du Lust und Laune hast? Du bist mir ja einer, Melvin. Du bist mir ja einer. Warte mal. So viel Kreide. Wofür brauche ich bitte so viel Kreide? Okay, jetzt. Ich schaue gerade auf meine Lebensleiste, ob da wirklich was passiert nach einer Zeit. Muss ich eigentlich stillstehen oder darf ich mich dabei bewegen? Ich habe keine Ahnung. Okay, jupp. Mystic. Was ist das jetzt nochmal? Mystic Strength? Achso, das zeigt mir wahrscheinlich an. Mystic Wisdom Replenishes Mana. Was hat es nochmal mit diesen Symbolen auf sich? Ich weiß es gerade nicht. Wie ist eigentlich meine Aufteilung? Also, ich gebe wirklich viel auf Lebenskraft. Ich möchte halt viel überleben. Ich möchte überhaupt überleben. Gut, also. Ein Faden wird aber wahrscheinlich nicht ausreichen, oder? The harp is definitely broken. Okay, ich brauche... mal sehen. Silk Thread from a Mantis Cocoon. Wahrscheinlich kann ich... Ach, den kann ich nicht einfach so nehmen, sondern ich muss den verarbeiten. Aber warum mache ich das? Bin ich auf dem richtigen Weg? Einmal hoch. Oh, da haben wir was. There's something wrong with the ground here. It doesn't look safe to walk on. Wenn es nicht sicher ist, dann bombt mir es weg. Dann hat nämlich niemand anderes mehr das Problem. 1, 2, 1, 2, 1, 2 und boom, Schakalaka. Tada, es Seal. Nein, das ist, glaube ich, eine Möwe. Es Seal, which looks like a bird. Okay, gut, eine Sache. Und nochmal Gesundheit, dankeschön. Gut, 2 von 3 Seelen sind schon in meinem Besitz. Okay, hier geht's auf. Nix drin. Schade. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ah, das ist der Eingang. Oh, wäre ich mal da lieber durchgegangen, hätte ich gewusst, dass es ein anderer Weg ist. Okay. Put. Ach, du liebes bisschen. Nimm die Bombe. Wow. Das war Kollateralschaden. Kollateralschaden. Kollateral? Wie spricht man es aus? Ich habe keine Ahnung. Eieiei, lieber einen Lebenstrank genommen. Oder 2. Oder 3 am besten. So. Okay, hier habe ich jetzt auch alles. Also aus dem Teil habe ich jetzt auch das Siegel. Das heißt, aus einem Abschnitt, da muss noch irgendwo ein Siegel sein. Das war hier der Cocoon. Da bin ich wieder hier. Okay, gut. Also. 2/3 geschafft, prima. Wo machen wir das mit dem Faden? Das ist die gute Frage. Der rote Faden des Schicksals, nein, der seidene Faden des Lebens. Da ist noch eine Pflanze. Achso, nee, das ist nur das zuckende Blatt.
Das winkt auf Wiedersehen. Ja, ab ins Jenseits geht's. Gut, gibt's hier noch was zu entdecken? Ich glaube nicht. Dann gehe ich mal durchs Tor. Ja, tschüss. Tschüss. Die Melvin ist unterwegs. Genau, Irwin. Was heißt der Ort? Aha. Brauche ich hier vielleicht den Stachel? Kann das sein? Aber wieso sollte ich den Stachel brauchen? There must be a way of getting in. A particular item. Ich schau mal, ob ich hier was finden kann. Scheint nichts so zu sein. Ist kein großer Ort, aber hier ist nichts für mich zu finden. Nichts in meine gierigen kleinen Finger zu kriegen. Ha. Einzige fehlt mir aber. In welchem Abschnitt finde ich das? Was steht da? Bridge. Okay. Moment. Achso, von da bin ich hergekommen. Okay. Ist da was? Jupp. Ja, das ist mein Ende. Das ist mein Tod. Ich dachte, ich hätte draufspringen können. Hey, sein können, dass da was ist. Hey, sein können. Was sind diese gelben Teile, die mir da angezeigt werden? Bäume oder sowas, ne? An bestimmten Seiten wahrscheinlich kriege ich das in dem Feendorf. Hier habe ich das Nest gefunden. Also ich meine, das Siegel habe ich gefunden. Oh. Ich muss wahrscheinlich den Farn verarbeiten und vielleicht muss ich dafür wieder zu der Truhe hin, oder? Duna, Entschuldigung, ich verspreche mich immer. Find Sweet Seals, find Duna some Silverweed. Genau, das Silverweed brauche ich ja auch noch. Wo geht denn bitte Silverweed her? Wahrscheinlich nur von dem Fleckchen, wo der Mond hinscheint. Vielleicht. Hört sich mystisch an. War ich da schon gewesen? Ja, doch schon, oder? Oder nicht? Ja, noch genau. Crescent Stone. Ist ein Halbmond. Ah. Sargelon. Stonehenge. Vielleicht ist irgendwas. Nee, bei Stonehenge habe ich ja die Duna gefunden. Aber dennoch, vielleicht hat sie ja einen Tipp für mich, wie ich den Faden vielleicht verwenden kann. Ich bin auf dem richtigen Weg. Hallo, mein kleiner Hase. Mein kleiner Hasenfreund, begleitest du mich ein bisschen auf dem Wege? So, kannst du mir vielleicht helfen? Hello, Mel. Great you've popped by again. I've told everyone how you helped me. But I have to get back to my bees now. To my bees now? Okay, then I see you. Ey. Und die Reste vom Alphabet will ich nicht runterrattern. Nee. So. Good, good. Now we have two seals. But I'm sure you won't have any problem finding the last one. Naja, die Frage ist, wo finde ich das? Weil, habe ich hier was? Habe ich hier eins gefunden? Also jetzt am Anfang? Eins dort, wo der Mentis-Konkor ist, in der Nähe? Hier muss doch irgendwo noch ein Siegel sein. Aber wo? Wahrscheinlich steht hier drauf. Also ich meine, nicht, dass sie davon angezogen ist, sondern dass es wahrscheinlich hier in der Nähe ist, oder? Könnte das sein? Da hier hinten, wo das ganze Wasser ist, dort könnte es vielleicht sein. Also wir haben einen Vogel, wir haben einen Fisch, wir haben also... Was höre ich hier die ganze Zeit rascheln? Wir haben ein Tier, was den Himmel symbolisiert, wir haben ein Tier, was das Wasser symbolisiert. Wie wäre es mit einem Tier, was den Boden symbolisiert und damit ein Waldtier? Sowas wie ein Hase. Schnelligkeit. Sowas in der Art. Okay. Am besten glaube ich einfach mal auf dem Weg, vielleicht finde ich dann mein Ziel. Oder auch nicht. Ich versuche gerade ein bisschen so immer meine Gedanken zu äußern, aber auch mich zu konzentrieren. Ist nicht so einfach. Alter, nach den ganzen Strapazen sollten wir auch mal unsere Kleidung wechseln, ganz ehrlich. So viel, was die schon ertragen musste. Wäre doch schon ein neues Outfit zu haben. Oder nicht? Hier ist hier was? Nein. Schade. Okay, überlege.
Wo könnte es sein? Ist das ein komisch aussehender Stein oder ist das ein Symbol? Wo komme ich hier raus? Das ist auch wieder hier. Okay. Also ich vermute, ich muss die Harfe irgendwie reparieren. Nur wo mache ich das? Vielleicht ja doch bei einem der Häuser am Anfang. Vielleicht kann mir eines der Tiere helfen. Was weiß ich denn? Wo laufe ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Weil diese Hütten am Anfang, wem gehören die? Wer lebt da drin oder wer hat dort gelebt? Und haben sie vielleicht die Goblins getötet und schnabuliert? Was weiß ich denn? Ich weiß ja gar nicht, was Goblins fressen. Sie meint was bei den... Ich hätte mir nochmal anhören, ich hätte mir das doch aufschreiben sollen, wo ich was finde. Aber bei der Sache im Steamerpark, da war wieder eine Falle. Beim Steamerpark, da hat er ja nochmal gesagt, was zu tun ist. Aber hier war es nicht der Fall. Moment, da fehlt mir was angezeigt mit so einem Baumstumpf oder so, oder? Ist hier was? Stecken wir mal den Radar. Echt, warum müssen wir überhaupt versteckt sein? Hä? Da muss irgendwo noch so eine unsichere Stelle sein, wo man nicht laufen soll. Da habe ich auch die anderen Segel gefunden, aber ich sehe es nicht. Ich finde es nicht. Vielleicht ist es aber natürlich auch auf der Seite, wo der Brückentroll ist. Und damit ich... Vielleicht muss der ein schönes Liedchen hören, damit er mich vorbeilässt. Und dafür muss ich die Harfe reparieren. Aber wo mache ich das? Moment. Kann ich kombinieren? Kann ich irgendwie den Stachel? Dangerous but useful. Er ist nützlich. Wie kann ich das nochmal kombinieren? Swap Mode. Nein. Kann ich das irgendwie kombinieren? Das wollte ich nicht machen. Es gab doch eine Möglichkeit, das zu kombinieren, oder? Aber wie macht man das nochmal? Wenn es überhaupt kombinierbar ist. Das ist die Frage. Okay. Du, mein Freund, kannst mir anscheinend nicht helfen. Wo komme ich da nochmal hin? Oh, hier ist noch... Wie habe ich diesen Abschnitt übersehen? Tut mir leid. Ich dachte, ich hätte jeden Ort gesehen. Nein, ist nicht der Fall. Sabalot nochmal. Da glitzert was. Aber erstmal mache ich die böse Blume platt. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich das übersehen habe. Beautiful golden lights. What's behind them? I'm going to find out. Genau, steck einfach den Kopf rein. Kann ja nichts Schlimmes passieren. What beautiful golden. Also, er sagt mir damit, ich soll es in die Luft springen. Natürlich. Wenn du neugierig bist, ja, geil, es in die Luft. Ist doch eine gute Idee. Lalala. Autsch, wer schießt da? Verdammt nochmal. Ist das deine Tante oder dein Onkel oder was? Dennoch, muss mich nicht angreifen. Auch wenn es wieder eine Verteidigungsmaßnahme ist. Alter, dass ich hier einen ganzen Teil übersehen habe. Puh, das macht jetzt mehr Sinn. Wo ist der Baumstamm? Na super, da haben wir noch wieder Mentisse. Lass mich vorbei. Ich kann doch durch die Bäume springen. Da haben wir auch nochmal so einen goldenen Glanz. Blub. Okay, dann lege ich halt erstmal die Karte auf. Blub. Ja, komm her, du Goblin. Zack. Ich sehe dich. Jupp. Hier geblieben. Nein! Oh. Ich habe nicht aufgepasst auf meine Gesundheit.
Ah, na super. Wo habe ich es zuletzt gespeichert? Hier. Ach, du liebes Bisschen. Ja. Gut, meine Damen und Herren, der Part ist jetzt hier sowieso jetzt dann langsam vorbei. Also, deshalb regelmäßig speichern. Ich habe auch keinen Quicksave gemacht, das habe ich die ganze Zeit vergessen, weil ich mich sicher gefühlt habe in diesem Wald. Ich habe mich sicherer bei meinen Fähigkeiten gefühlt. Daran sollte ich zukünftig denken. Ich sollte auch daran denken, immer wieder abzuspeichern, weil ansonsten passiert sowas. Also, meine Damen und Herren, ich werde zunächst mal das, was wir jetzt in dem Part gesehen haben, nochmal machen. Dass ich das Ziegel wieder habe, dass ich den Ziegel wieder habe und dass ich auch im neuen Abschnitt bin. Und wenn ich im nächsten Abschnitt bin, dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Technomage gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Bis dahin, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.